Zwei Tage nach dem Überfall hat Deutschland, hat die deutsche Regierung, hat die deutsche Außenpolitik im Übrigen auch im großen Einvernehmen entschieden, wir unterstützen die Ukraine mit Waffenlieferungen. Das war faktisch vom ersten Tag an ganz klar und unsere Haltung. Und dass dort dann immer wieder vom Zögern gesprochen wird, hat einfach damit zu tun, dass wir ganz klar gesagt haben, wir machen keine Alleingänge. Wir stimmen uns immer ab mit den Verbündeten, insbesondere mit den US-Amerikanern, aber eben auch mit den anderen, um nicht in eine Einzelposition zu geraten, sondern wir wollen immer wieder deutlich machen, was Putins größte Fehleinschätzung gewesen ist, nämlich dass die liberalen Demokratien dieser Welt auseinanderfallen werden angesichts dieses Konflikts. Das ist nicht der Fall. Das ist schon seine größte Niederlage überhaupt, diese Fehleinschätzung. Wir stehen zusammen und deswegen sind diese Entscheidungen immer gemeinsam getroffen worden.